In diesem Haus in der Mendelssohnstraße in Eppstein im Taunus wohnen Energiesparmeister. Der Ingenieur Reinhard Winzer und seine Familie. Das 1926 gebaute Haus sah vor ein paar Jahren noch so aus. Reinhard Winzer hat es grundlegend saniert und dabei ein genial einfaches Energiekonzept verwirklicht. Ein einziger Pelletsofen im Wohnzimmer heizt fast das gesamte Haus. Aber nicht mit warmem Wasser, sondern mit warmer Luft. Angenehm für das Wohnklima und einfach in der Technik. Elektronische Regelung ist überflüssig. Und so funktioniert es im Detail. Es ist eigentlich eine ganz alte Technik, die im Kachelofenbau verwandt wird. Ein Warmluftschacht führt ins Obergeschoss und sorgt für ein angenehm temperiertes Schlafzimmer. Das knallheiße Abgas des Pelletsofens geht ins Untergeschoss. Hier habe ich jetzt den ganz normalen Hausschornstein, wie man ihn kennt, von jedem Haus. Und das hier ist jetzt das Abgasrohr, was von dem Ofen kommt. Und Sie sehen, ich kann es hier ohne Probleme anfassen. Das heißt, die ganze Wärme, die vorher, wo es heiß war, ist in den Raum gegangen und heizt diesen Raum mit auf. Das heißt, ich habe hier Wärme, die ich normalerweise vorne in den Schornstein wegblase, kann ich hier nutzen, um den ganzen 50 Quadratmeter Raum zu heizen. Winzer hat seine Heizung strikt von der Warmwasseraufbereitung getrennt. Sein warmes Duschwasser bekommt er von Solarmodulen auf dem Dach und durch elektrische Zuheizung. Durch diese Trennung von Heizung und Warmwasser hat die Familie sage und schreibe 17.000 Euro gespart. Dieses Geld wurde in Photovoltaik und 14 cm dicke Dämmung investiert. Als ich einen Handwerker suchte, der mir das macht, hieß es so, ach, das brauchen Sie nicht, Sie brauchen nur 6 bis 8 cm, das reicht alle Male. Mehr machen wir nicht. Und ich sage aber nein, das ist Teil meines Gesamtkonzeptes, weil nur wenn ich so stark dämme, brauche ich so wenig Heizleistung und kann mit so einem kleinen Ofen das gesamte Haus heizen. Außerdem hat Winzer die Fensterfläche nach Süden und nach Westen deutlich vergrößert. Ja, neben dem tollen Ausblick ist es natürlich auch energetisch sinnvoll. Es ist entgegen der Meinung von vielen Leuten, dass man im Energiesparhaus, man müsste kleine Fenster haben, ist es genau das Gegenteil. Wenn Sie Westflächen haben oder Südflächen, sollten Sie möglichst große Fensterflächen installieren, weil Sie in der Übergangszeit dort die Sonne einspeichern und wie in einem Gewächshaus sich der Raum dann aufheizt. Für eine gute Wärmeverteilung im Haus sorgt eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Sie ist ein zusätzlicher, aber nicht zwingend erforderlicher Baustein in Winzers Konzept. Aber es gibt noch einen Clou. Das Pelletslager befindet sich im Dachgeschoss. Hier sehen wir jetzt das Pelletsfallrohr. Das ist ein ganz einfaches, simples Abwasserrohr, was Sie nie im Baumarkt bekommen. Die Pellets fallen einfach per Schwerkraft nach unten zum Ofen. Ich brauche keine Förderschnecke, ich brauche keine elektrische Energie, um wie oft aus dem Keller die Pellets zum Wohnzimmer zu bringen. Ein kleiner Tipp, nehmen Sie hier mindestens einen Durchmesser von 10 cm. Eine simple, aber überzeugende Idee. Bleibt nur die Frage, warum Winzers Gesamtkonzept vom Handwerk